Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Days Gone. Ich bin es, OMC Mafix. Wir spielen hier gerade mal wieder Fährtensucher und oh Leute, das ist so cool, dass die Teilstreichern wieder Schritte zu sehen sind. Und auch die von unserem Kameraden hier auch zu sehen. Doch, die sind auch zu sehen. Geiles Detail. Wir haben hier beim letzten Mal die Berge überschritten. Was gefunden? Ja, Patronenhülsen. Kürzlich abgefeuert. Er hielt an und schoss auf irgendetwas. Los, hier runter. Und haben dort gleich mal unsere ersten neuen Freunde gefunden, und zwar das Militär. Der gute Colonel, der hier dabei ist, will uns hier rekrutieren, und wir versuchen gerade hier ein Abtraining zu finden namens Vasquez, der hier Munition gestohlen hat. Na los, verschwinde! Was soll das werden? Hat das je funktioniert, einen Wolf anzuschreien? Ja, kommt drauf an! Vorsicht! Mehr Wölfe! So. Ich sehe sie! Diamond Lake. Vertrauen erhöht. Nur weil ich einen Wolf da zusammenhaue, oder? Naja, zumindest ist das Lager hier in Diamond Lake, wie gesagt, ist jetzt unser aktueller Stützpunkt. Denn unser werter Freund hier, komm, geh weg. Gute Arbeit. Hau her. Hat nämlich den Ring von Sarah, den wir ihr damals gegeben haben. Und die Frage ist natürlich, wie ist er rangekommen? Das Lager, wo Sarah war und was überfallen worden ist, in diesem war er nämlich auch. Und ich weiß seinen Namen nicht. Aber schon immer so verdächtig, was ich da mache. Ich tue nur ein bisschen Ender rein essen. Ich habe halt auch mal Hunger. Darf man nicht auch mal Hunger haben? So. Naja. Okay, ich will mir das mal ansehen. Sieht aus, als hätten die Notrationen ihrem Mann nicht gereicht. Ein ganz sauberer Kopfschuss. Ja, und die Wölfe haben den Schuss gehört und waren hungriger als Vasquez. Ja, der Rest des Rudels näherte sich aus dieser Richtung, von Osten. Sie glauben, die haben Vasquez vertrieben und einer hielt hier Wache? Ja, das wäre mein Tipp. Gut, mal sehen, ob sie recht haben. Schauen wir mal. Jetzt möchte ich aber nur mal kurz ein paar Sachen klarstellen. Und zwar einmal, wir sind jetzt hier. Cool, unser Bike ist da oben. Theoretisch, jetzt ist meine Frage, wo steht denn da? Achso, wir sind in einer Mission. Weil meine Frage wäre, ob wir jetzt wirklich gar nicht mehr zurückgehen könnten. Also auch außerhalb von Missionen. So, ein guter Soldat. Das sieht echt nett aus, die Mission. Sind draußen denn viele Wölfe? Also nicht infiziert sind, meine ich. Wir sehen fast jeden Tag welche. Als ich ein Kind war, früher, gab es keine Wölfe in Oregon. Es gab Kojoten, aber keine Wölfe. Die waren längst ausgerottet von Ranchern und Farmern. Holzunternehmern. Ja, sie scheinen sich recht gut erholt zu haben. Moment. Was ist das? Ein Rucksack. Einer von unseren. Sie müssen ihn fast gehabt haben. Und er warf den Rucksack ab, um zu fliehen. Nein, er wollte Zeit gewinnen. Er fiel auf seinen Arsch, wollte wegrobben, aber der Wolf sprang. Vasquez ließ den Rucksack zurück. Zwei Schüsse. Das sehen Sie alles? Ja. Ein Nero-Friedhof. Tja, vielleicht erklärt das, warum Vasquez hier lang ging. Gehen wir außen rum. Sagt mein Gedanke. St. John, hier lang. Ja, ich bin gleich da. Ich muss sagen, ich bin's leid, mich dauernd vor diesen Mistkerlen zu verstecken. Schon mal einen Schwarm angegriffen? Ja, schon ein paar Mal. Man muss in Bewegung bleiben. Wenn Sie der Miliz beitreten, müssen Sie sich auf Ihre Mission konzentrieren. Wir sind nicht wegen der Freaks hier. Die Außenwelt, Freaks töten, geht irgendwie Hand in Hand, oder? Und es gibt nichts, was wir lieber töten. Gehen wir erstmal von den Gräbern weg. Die Kälte wird noch mehr von ihnen rauslocken. Ich glaube, die riechen Leichen meilenweit. Diese Gräber zu finden, auszuheben und alles zu verbrennen. Naja, dann viel Glück damit. Es gibt Hunderte davon, schon allein in dieser Gegend. Muss man anfangen. Gut. Und jetzt? Weiter, nach Osten.
Ey, das ist eine Straße. Warten Sie mal kurz. Was? Oder? Ja, genau, Mann. Dieser Penner, Mann, der steht da. Ich denke jetzt, okay, muss mal runter. Dann gehe ich einen Meter vorne, dann ist er auf einmal, hinter mich rumgelaufen. Ja, komm. So, Order alarmiert. Hätten wir locker besiegt. Hätten wir locker bezwungen. Gehen wir außen rum. Alter, der Typ kotzt mich langsam an. Corey. Jetzt wissen wir übrigens seinen Namen. Corey. Ja, ich bin schon 10 Meter vor dir, Mann. Ich muss sagen, ich bin's leid, mich dauernd vor diesen Mistkerlen zu verstecken. War mal gegriffen? Ja, schon ein paar Mal. Man muss in Bewegung bleiben. Wenn Sie dem Miliz beitreten, müssen Sie sich auf Ihre Mission konzentrieren. Wir sind nicht wegen der Freaks hier. Die Außenwelt. Freaks töten geht irgendwie Hand in Hand, oder? Schau ich mal an, der Penner, der stellt sich dahin. Dann gehe ich natürlich davon aus, dass wir da runtergehen. Und dann sagt er, nö, jetzt gehe ich 5 Meter weiter. Ich glaube, die riechen Leichen meilenweit. Jetzt komm schon. Schau ich mal an, wie schlecht aufgelöst die sind, wenn man da ranzoomt. Merkwürdig jetzt. Jetzt, halt jetzt mal eure Guschen und geht's gefälligst mal weiter. Ihr kotzt mich gerade an. Wohin jetzt? Weiter, nach jetzt Osten. Tun wir die Horde da platt, Mann. Komm, wir sind zu zweit, Mann. Du nimmst die ersten 100, ich in die zweiten. Warten Sie mal kurz. Aha, jetzt werde ich nicht entdeckt. Aber wenn ich da geradeaus weitergehe, dann werde ich entdeckt. Genau. Was haben Sie? Verfolgt ihn sonst noch jemand? Nicht, dass ich wüsste. Dann ist er entweder tot... Oder er hat viele Freunde. Da, über seinen Spuren sind Reifenspuren von anderen Bikes. Von vielen Bikes. Okay. Na gut. Mal sehen, wo sie hinwollen. Sie sagten, Kälte lockt die Freaks raus? Ja. Kälte, Schnee, Regen, sogar Wolken. Wie ich schon sagte, sie kennen ihre Freaks gut. Im Hauptquartier werden einige Leute mit ihnen reden wollen. Leute? Der Colonel weiht sie ein, wenn sie bleiben dürfen. Ja, ich glaube, das sagten sie schon. Er führt ein strenges Kommando. Ich will keine großen Hoffnungen. Hey, halt, da war was. Ja, es kommt aus dem Holzfällerlager da drüben. Ist das auf der Karte? Ja. Na, dann ist es auch auf Vasquez' Karte. Na los. Wenn Vasquez hier ist, was wäre Ihre Strategie? Ich meine, wenn Sie an meiner Stelle wären. Tja, er ist nicht allein. Das sieht man an den Spuren. Und man hört ihn und seine Freunde von hier. Ja, welche Strafe steht bei der Miliz auf Fahnenflucht? Auf Mord? Dafür wird man bei uns gehängt. Das gilt für beide. Wieso? Tja, das heißt, dass Vasquez nicht kampflos aufgibt. Puh. Ist Ihr Mann dabei? Ja, das ist er. Sie sollten Ihre Rekruten sorgfältiger auswählen. Er scheint sich ja pudelwohl zu fühlen. Wir warten ab. Ich rufe Verstärkung. Nimm deine verdammten Hände weg! Oh, eine Kämpferin, Jungs! Was meint ihr? Komm schon, was? Ja, das werden wir sehen. Oh, na, ich habe ein Problem mit Arschlöchern, die wehrlose Frauen bedrohen. Das ist ein Befehl. Befehl? Trage ich etwa ein rotes Armband? Sie befehlen mir gar nichts, Mann. Machen Sie, was Sie wollen. So macht man sich gute Freunde, Deacon. So macht man sich sehr, sehr gute Freunde. Offizier und Gentleman. Naja, der Typ ist definitiv kein Gentleman. So, jetzt schauen wir mal. Ich hätte die am Anfang besser markieren sollen. Jetzt ist leider meine Chance schon vorbei gewesen. So, hätte es nicht mit der spielen können? Die hat es doch wahrscheinlich gar nicht gestört. Schauen, Joel ist auf meiner Seite.
Gut. Und wir machen das doch schön diplomatisch. So, wartet. Kann ich da... Da wäre ich gerne hochgekommen, weil da hätte man so eine coole Sniper-Position gehabt. Schallgedämpfte Sniper wären übrigens sehr geil gewesen. Sie bleiben hinter mir. Geben mir Deckung, wenn es sein muss, okay? So. Ich würde da gerne stealthig reinkommen, weil wir, dann haben wir immer die Hoffnung, dass wir die Frau da retten können. Wir sind einfach wie so guter Kerl, Mann. So, für so einmalige Dinge ist der Schalldämpfer optimal. So, ich springe jetzt ein bisschen dumm vor. Aber manchmal muss man einfach die Sachen mit Schmackes angehen. So, na, Vergewaltiger und Räuber, wie geht's euch? Alter, der hat einfach eiskalt da eine getötet, Mann. Respekt, Mann. So, du wärmst dich hier ein bisschen. Ne, leider wird jetzt ganz kalt werden. Okay, aber der Typ ist nicht schlecht, Mann. Wenn wir mal eine... Alter. Alles in Ordnung? Hä? Ach, eine Falle. Hat der die aufgestellt? Keine Ahnung. Sollte klappen. So, wo gehst du hin? Komm, geh auf die Seite. Alle, dann geh halt irgendwo hin. Ach, Attention! Danke. Oh. Ich geb dir Deckung. Kopf von der Seite. Hallo. Hallo? Gut, das war's zumindest mit dem Stealthen. Das war's mit dem Stealthen. Du! Hinterher, Mann! Wie einer von euch schießt das Benzin ab. Wäre das Schlimmste, wir haben hier keine Tankstelle. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen müsste, wenn ich jetzt was bräuchte. Du bist ein Soldat, stell dir eine Zahn. Rückzug. Komm. Komm. Ach. Einer von uns, einer von uns. Das stört euch auf einmal, oder? Aua. Servus. Komm. Ja, ich glaube schon. Gute Arbeit. Na los, holen wir uns ihren Mann. Vasquez ist nicht mein Mann. Nicht mehr. So, so viele schöne Ressourcen. Oh, Kerosin und Schiefpuffer. Damit können wir Mollys machen. Und Mollys können wir immer gut gebrauchen. Und Fallen! Was mit meiner guten Annäherungsbombe? Da müssen wir auch noch ein paar mehr herstellen, Mann. Die sind nämlich gnadenlos überpowert und gegen Horden einfach das beste Mittel. Dann brech sie halt auf, Junge, Mann! Was bist denn du auf einmal für ein Weichei geworden? Schieß halt das Schloss ab oder baller die Tür nieder, irgendwas, Mann. Ja, super. Das ist lustig, Mann. Ich muss erst vorgehen, damit mir angezeigt wird, dass ich da reingehen kann. So. Na, freilich. Er wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Hey, ruhig. Ich will nur helfen. Ich brauche deine verdammte Hilfe nicht. Okay. Ich gehe einfach darüber. Bleib mir bloß vom Leib, Mann! Warte, ganz ruhig. Wir gehören nicht. Das interessiert mich. Einen Scheiß! Ja. Okay.
Was zum Teufel war das? Nur eine holde Jungfrau in Nöten. Vasquez? Erledigt. Absolut erledigt. Captain Curry, komm! Hier spricht Curry. Wir sind da. Wir sind auf der Straße zum Haupttor. Halten Sie Ihre Position. Wir kommen. Was ist mit dem Feind und... Sie wurden... neutralisiert. Position halten. Curry, Ende. Na los. Hier sind Ihre Bikes, Captain. Dann müssen Sie nicht wieder laufen. Danke, Corporal. Und wie war ich? Habe ich bestanden? Bestanden? Na, Sie haben mich doch beobachtet. Ich dachte, das wäre so eine Art Test. Nein. So förmlich sind wir hier nicht. Wie Sie sehen, lassen einige Rekruten zu wünschen übrig. Ja. Aber ja, bestanden. Also, bereit für den Colonel? Ja, klar. Warum auch nicht? St. John, wo haben Sie gedient, bevor die Hölle losbrach? Sie wissen, was eine Notration ist, wie man feindliche Positionen ausmacht. Und Sie kennen verschiedene taktische Manöver. Also, wo haben Sie gedient? Marines? Armee? Ja, okay. Ich rede nicht so gern darüber. Ich meine, im ersten Jahr, wer in Uniform war, hatte praktisch eine Zielscheibe auf dem Rücken. Ich war in der Armee. Gebirgsjäger. Eine komplette Dienstzeit in Afghanistan. Und Sie? Wer beim Militär war, hat eine gewisse Haltung. Keiner Ihrer Soldaten hat sie. Sie schon. Wie gesagt, Sie haben ein gutes Auge. Ich war in der Air Force 10 Jahre, beim SAC. Es gibt keine Raketensilos in Oregon. Ich habe hier gerade Urlaub gemacht. Ich hatte Glück. Bevor die Kommunikation zusammenbrach, kamen stündlich Berichte. Sie glauben, hier war es schlimm. Alles östlich des Missis. Sie kennen sich in der Gegend aus? Ja, ich komme aus einer Stadt nördlich von hier. Sie heißt Farewell. Davon gehört? Nein. Aber klingt passend, um das Ende der Welt zu erleben. Wem sagen Sie das? Sie waren also vielleicht schon mal hier. Ja, ich war mal hier. Es war im Sommer. Ich und meine Lady oder meine Frau. Wir waren in den Flitterwochen hier. Haben Sie ein Foto? Von Ihrer Frau, meine ich. Ihr Name war Carrie. Wir waren 12 Jahre verheiratet. Egal. Es ist sehr lange her. Weißt du, ich glaube, das da heißt kein Zutritt. Hä? Oh, nein, nein, das gilt nicht für uns. Warum? Weil wir nicht lesen können? Weil wir uns nicht an Regeln halten. Ach, sprich für dich selbst. Nach Ihnen. Na gut. Ach, na gut. Also, du machst mich zu deiner Komplizin. Nicht gerade galant. Geil, was? Ja, das heißt... stimmt. Ich werde es nie lernen. Tut mir leid. Oh mein Gott, du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Oh, war bestimmt lustig. Ja, wenn ich ein Handy besitzen würde, dann hätte ich ein Foto gemacht. Tja, ausnahmsweise bin ich froh, dass du keins hast. Ach, komm schon, fang nicht wieder davon an.
Hey, ich habe nichts gesagt. Du hast angefangen. Hast du doch. Also, wohin gehen wir? Folg einfach dem Weg. Es ist nicht allzu weit. Was würde meine Mutter sagen, wenn sie mich sehen könnte? Nachts, mitten in nirgendwo mit einem Outlaw-Biker. Keine Ahnung, vielleicht. Schatz, zieh einen Pulli drüber. Sehr witzig. Ja, sie würde gar nichts sagen, oder? Du solltest ihr doch nichts von uns erzählen, erinnerst du dich? Oh, bitte, Degen, das ist schon so lange her und es war nicht böse gemeint. Hey, hör zu, ich sag ja gar nichts. Ich hab's noch nicht mal meinem Paps erzählt. Ja, weil dein Vater tot ist. Naja, das ist wohl ein Grund. Die Frage ist, hast du's jemandem im MC erzählt, dass du ein nettes Mädchen aus Seattle datest und kein Flittchen aus dem Stripclub, in dem ihr wohnt? Oh, okay, Moment mal. Also wir wohnen nicht im Stripclub. Ich meine, wir sind da Mitglied auf Lebenszeit, ja, aber wir wohnen nicht da. Und zweitens, ich hab's erzählt. Ja, das hab ich tatsächlich. Warst du wirklich? Ja, komm schon, sei nicht so überrascht. Die finden kluge Frauen ungemein sexy. Oh, ja, ganz bestimmt. Also, ich sollte wirklich längst im Bett sein. Oh, ich weiß. Oh, hör schon auf. Ich meine, ich muss morgen wirklich früh raus. Ja? Wie läuft's denn? Du willst ja nie drüber reden, also. Es ist nichts, nur dieses Projekt. Ich meine, ein paar Chefs aus New York wollen unsere Fortschritte sehen. Und die Schlipsträger bei uns bauen ein neues Labor auf, ohne das mit mir abzusprechen. Ich dachte, du willst nicht drüber reden. Tut mir leid, es ist... Naja, wie gesagt, es ist nichts. Jedenfalls, danke. Es tut gut, mal rauszukommen. Ja, kein Problem. Halt, ist das eine Plantage? Du führst mich zu einer Grasplantage? Was? Tja, das sind Marihuana-Pflanzen und ein Bewässerungssystem, das ergibt eine Grasplantage. Oh, hey, sieh mal, eine Plantage. Du führst mich mitten in der Nacht hierher, mitten ins Nirgendwo, um mir zu zeigen, was der MC illegal hier draußen anbaut? Ja, du hast mich erwischt. Ich hatte gehofft, du gibst uns ein paar Tipps, weißt du, zur Kultivierung. Dann hat dein Studium endlich mal einen praktischen Nutzen. Himmel, Deacon, was? Okay, verstehe. Das hier ist nicht, was du mir zeigen wolltest, oder? Nein, natürlich nicht. Komm, geh einfach weiter, wir sind fast da. Ich lern's wirklich nie. Kaum zu glauben, aber ich lern's wirklich nie. Nein. Oh mein Gott. Gott, sieh mal das Mondlicht. Es ist wunderschön. Geh weiter. Wir sind fast da. Hast du dich schon mal gefragt, wie es wäre, wenn überall gleichzeitig die Lichter ausgingen und jeder einfach die Welt so sehen könnte? Wie meinst du, so dunkel und schattig und deprimierend? Ich meine den Mond, die Wildblumen, die Glühwürmchen. Ach klar, du ziehst mich wieder auf. Okay, du nimmst einfach gar nichts ernst. Oh, ich nehme alles ernst. Ja, klar. Ja, das mache ich. Machst du nicht. Als ich ein paar von meinen Sachen zu dir bringen wollte, hast du so getan, als würde ich Witze machen. Nein, das stimmt nicht. Ich habe mich taub gestellt, das ist ein Unterschied. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Und weißt du, ich habe ein Handy und ein Foto gemacht. Willst du es sehen? Hey, du bist Wissenschaftlerin. Können wir rational bleiben? Okay, erstens meinte ich nur, dass wir übers Zusammenziehen nachdenken sollten. Weißt du, wenn wir dann mehr Zeit zusammen hätten und das der nächste Schritt wäre, was ist daran irrational? Ich habe eine Zahnbürste bei dir.
Oh, Entschuldigung, weißt du was? Stimmt, das ist ein echtes Bekenntnis. Oh, ich meine, weißt du, was eine gute Zahnbürste kostet? Da, siehst du, schon wieder. Immer wenn ich über die Zukunft reden will, machst du einen Witz draus. Okay, gut. Wir müssen darüber reden und wir werden es auch tun. Aber hör mal ganz kurz auf damit, denn ich will dir etwas zeigen. Okay? Siehst du? Hier. Das hier solltest du sehen. Wow, wie wunderschön. War's das wert? Gott, ja. Hey, ich möchte dich gern was fragen. Ja? Tegan. Willst du... Will ich? Würdest du... Ist das ein Ja? Zwei Bedingungen. Nämlich? Okay, also erstens will ich keine von diesen Biker-Hochzeiten, wo du sagst, dass du mich so oft reitest wie dein Bike. Klar, kann ich eh nicht versprechen. Hör auf. Okay, und zweitens? Zweitens darfst du mich niemals verlassen. Okay. Gott, steckt da jetzt dein Bikerring an meinem Finger? Oh, weißt du was? Ich glaube, das könnte sein. Sieh doch nur. Die kleinen Zähne sind so süß, als ob sie in die Kette beißen. Nichts sagt, ich liebe dich wie... Hundeschädel. Ein Hundeschädel. Hey, was heißt das hier? Oh, sorry, ich dachte, du kannst Latein. Komm schon. Also, da steht... Morior invictus. Das heißt, lieber tot als besiegt. Wow, gefällt mir. Aber ich kriege noch einen richtigen Ring, oder? Obwohl dieser hier toll ist. Auf jeden Fall. Es ist schließlich mein Ring. Stimmt, es ist dein Ring. Etwas Schlichteres. Ohne Zähne. Okay, geht klar. Oh Mist, tut mir leid. Nein, das ist schon gut. Das Labor, ich muss rangehen. Okay. Hallo? Ja, nein, schon gut. Gleich da. Okay, tschüss. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht, Sie brauchen mich da. Was? Ich muss los. Jetzt sofort? Ich meine, um diese Uhrzeit? Es tut mir leid, ich muss gehen, aber ich mach's wieder gut, versprochen. Okay. Na los. Okay. Wo die Liebe hinfällt. Okay, übrigens diesen Spruch da mit dem, ich will dich nicht so lange so oft reiten mit meinem Bike, den genauen Spruch hat sie bei der Hochzeit gesagt. Und der war sehr schlecht. Aber nun gut, jetzt macht das natürlich wieder netter, einfach weil die Anspielung eben auf jetzt war. So, wir haben ja eine schöne Szene gehabt. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob Deacon hier Maury das Foto zeigt von seiner Frau. Also von Sarah und er sie erkennt. Das wäre natürlich krass, Mann. Er muss es ja einfach machen. Ich meine, das ist ja nicht so aus der Welt oder so. Ganz ernsthaft, Mann. Wenn er ja sagt, ich bin hier, um jemanden zu suchen, ist das ja auch nicht so schlimm, weil ich will halt einen Camp haben und gleichzeitig suche ich meine Frau. Das ist ja nicht Verwerfliches. Wir reden ja mit jemandem, der auch seine Frau verloren hat. Also denke ich, ist es ja eigentlich akzeptabel. Bevor wir jetzt nun aber weitermachen, erstmal ein kleiner Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Let's Play Days Gone. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.